Am 16. Juli beging der Athletische Sportverein Sangerhausen im Umfeld der Turnhalle Südwest sein 120-jähriges Vereinsjubiläum. Von 10 bis 15 Uhr konnten sich Gäste beim Tag der offenen Tür über die verschiedenen Angebote des Vereins informieren und Sportarten ausprobieren. Hüpfburgen standen für die Kleinsten bereit, Aktivitätsspiele für die Größeren. Zuschauen und mitmachen, hieß es den ganzen Tag über. Im Stundentakt wechselten Vorführungen der Jujutsu- und Karate-Einheiten. Disziplin, Koordination und Respekt standen hier natürlich im Fokus. Im Bereich Volleyball und Basketball wurden nicht nur Spiele ausgetragen, sondern auch Techniken und Spielstrategien vorgestellt. Die Kleinsten zeigten den Zuschauern, was sie bereits erlernt haben. Lass uns doch mal singen. Neben dem Gezeigten präsentierten sich auch die Abteilung Darts, Tischtennis und Badminton. Wer wollte, konnte an diesem Tag das Sportabzeichen ablegen oder beim Zumba-Kurs mitmachen. Mitmachen hieß es auch für alle, die beim Stand der AOK einen Smoothie wollten. Nachdem alle Zutaten in den Mixer gefüllt waren, ging es rauf aufs Rad. Der Smoothie musste mit eigener Körperkraft gemixt werden. Umso leckerer schmeckte das Ergebnis. Als größter Sportverein der Stadt und des Landkreises vereint der ASV 1200 Mitglieder, die in über 20 Sportarten und allen Altersgruppen aktiv sind. Neben den klassischen Wettkampfsportarten wurden in den letzten Jahrzehnten insbesondere die Bereiche Gesundheits- und Rehabilitationssport, Integrationssport und Seniorensport ausgebaut.